Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Dragonest. Wir sind heute im PvP. Mal wieder ganz normales Ladder-PvP. Ich hatte ja, glaube ich, auf jeden Fall einen besseren Hammer, glaube ich, auf jeden Fall gehabt. Und ja, schauen wir mal, wie das jetzt diesmal wird. Gegen Kafiorel. So, ich habe noch nicht viele Skills bisher ready. Aber schauen wir mal. Zack! Ah, genial. Ah, okay, da kommt ein Geist. Gut. Ja. Gut. Ist auf jeden Fall eine Kali. Ich weiß nicht, dürfte auch die Tänzerin sein, ne? Wahrscheinlich nur mit ein paar Veränderungen der Skills. Okay, Moment. Ja, gut, kann mich bisher noch ganz gut halten eigentlich. Aber jetzt geht's hier gut in die Offensive. Oh, krass. Oh, jetzt hat sie mich gut. Ja, wie kommt man hier raus, Mann? So, jetzt sind alle ihre Skills auf Cooldown. Jetzt müssen wir mal in die Offensive gehen. Trick halt so ein bisschen irgendwie alles gerade, aber ich habe trotzdem keine Chance. Kacke. Wenn ich halt einmal im CC bin, dann wird das hier nichts mehr. Ach man, geht das schon wieder los mit einer Niederlage. Ist das kacke. Hab viel zu viel, wenig Schaden gemacht. Ja, krass. Okay, wie viele Punkte hat sie denn überhaupt? Sie hat 1516, das heißt, sie hat auf jeden Fall schon ein paar, Kämpfe auf jeden Fall auch mehr gewonnen, deutlich mehr. Ich habe sogar auch plus 3 bekommen. Okay, gut, von mir aus auf jeden Fall. Aber jetzt auf jeden Fall ein bisschen, warum werde ich in den himmlischen Haufen gepollert eigentlich? Nach dem Duell. Ich bin aus dem Kolosseum herausgepollert. Weil ich das etwas besser dort drin fand, dort stattfinden zu lassen. Und also einmal hier drauf wieder und einmal so. So, dann kann man nämlich hier nochmal ein bisschen herumrennen und zumindest hier nochmal ein bisschen herumschauen. Naja, gut, erster Kampf auf jeden Fall verloren. Wir versuchen unser Bestes und geben unser Bestes auch jetzt hier bei unserem nächsten und zweiten Kampf. Haben allerdings auch durch diesen Kampf jetzt eigentlich sogar mehr gewonnen als verloren, ja. Gut, wir haben natürlich verloren, aber wir haben Punkte bekommen. Oh, das ist schon wieder Kafiorel. Ist ja bitter. Ja, gucken wir mal. Jetzt geht sie diesmal offensiver ran, auf jeden Fall. Komm, lass mich. Sogar das hier macht zu viel Schaden, ey. Oh, das gibt es einfach nicht. Krass, ich komme nicht ran. Meine Fresse, es tut mir wirklich leid, Leute. Vielleicht hat jemand von euch irgendwie ein paar Tipps dafür. Das kann doch gar nicht sein. Ich drück mir gerade wirklich gut einen ab. Um vielleicht gegebenenfalls noch irgendwelche passiven Skills halt auf jeden Fall noch zu aktivieren. Aber scheinbar ist der Krieger kein PvP-Gott. Joa, ich bin halt hier dauerhaft im CC. Na, jetzt kann ich mal ein bisschen wegkommen. So, jetzt ist er wieder dran an mir. Okay. So, können wir auch schon wieder abdrehen. Herzlichen Glückwunsch. Hat halt wieder nicht funktioniert. Ich habe viel zu wenig Leben. Kann nicht aufhören. So, direkt. Ja, das gibt es nicht, ne?
Ich bin dorthin gesprungen gerade, ne? Oh, was für ein Scheiß! Mann! Krass, ey. Kacke. Gut, ich habe jetzt wieder plus 4 bekommen. Okay. Gut, von mir aus halt, ne? So, gehen wir halt gleich wieder rein nochmal. Hoffen wir diesmal, dass wir nicht Carfiore bekommen. Steht die hier auch gerade rum irgendwie? Aber gut, dann haben wir natürlich hier auch mehrere Channel, ja. Naja, okay. Ich habe eine Nachricht empfangen. Juhu! Das dürfte wahrscheinlich das Einlog-Event sein oder sowas in die Richtung. Ja, genau. Meine ich ja. Also, einen weiteren Stern bekommen. Genial. Nein, in die Cash-Up wollte ich nicht. Lol. Sondern ich wollte hier rein. Letter PvP. Machen wir mal. Okay. So, Kampf beginnt in Kürze. Boah, heute geht's doch relativ schnell. Ich hoffe nicht, dass es wieder Carfiore ist jetzt diesmal, sondern diesmal wirklich mal wer anderes. Und wer ist es diesmal? Caligir. Okay, das geht ja. Aber es hat auch eine, auch wieder einen Fernkampf-Champ. Charakter natürlich. Oh, da bin ich da. Kam kurz der LOL-Spieler bei mir durch. Entschuldigt bitte. Ja, okay, gut. Ja. Okay, so, la. So, noch nicht besonders. Aber vergiftet mich halt momentan auch ein bisschen. Are you idiot? Ey, was bist du denn für einer? Lol. Nur weil ich mich nicht hitten lassen will, oder was? Das ist ja, vor allem ist es halt einfach mega freundlich, ne? Are you idiot? Wofür denn? Ich kann halt nichts machen. Was soll ich denn, wenn ich jetzt hier reingehe, ne? Hier haust du mir mit deinen ganzen Scheiß-Dots einen in die Fresse, Mann. Ne? Ich krieg dich nicht mal gedottet. Oder irgendwas. Oder gecc't oder dergleichen, ne? Ja, wirklich, ey. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch. Ja, Kali hier. Brauchst du halt gar nicht erst anzufangen. Halt, 1555 Wertung. Ne? Oh, wow. Ich habe jetzt heute bisher drei Matches gemacht und drei verloren. Oh, Mann. Wenn ich auch mal ein Match gewinnen. Menno. Ja, es ist schwierig halt, ne? Was soll man da machen halt, ne? Bring halt nicht den Schaden auf den Punkt. So sieht's aus. Aber naja, gut. Dafür seht ihr halt, wie ich ein bisschen rumfälle. Das ist ja auch mal wenigstens was. Kann man sich auch mal ein bisschen herumbeäumeln. Beäumeln. Oh, so, das geht auch von hier unten. Vom himmlischen Hafen aus. Das geht doch. Können wir der Weizen vielleicht auch schon mal, ne. Naja, gut. Wir können ja mal zum Event-NPC gehen. Gucken wir mal. Wird schon gleich starten, auf jeden Fall. La, 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 la. Denn im geschankten Gaul schaut man nicht ins Maul. So, das heißt Weihnachtsshop. Und das heißt, wir haben Weihnachtsstern 2015, ja, bla bla, hast du nicht gesehen, okay, gut, Gegenstands Jelly Weihnachtstruhe brauchen wir, fünf Gegenstände Maximum pro Woche, ne, wir haben nur 20 Stück, oder, kann das sein, oder weniger, 10 Stück haben wir, ne, wir haben nur 19, oh, es geht uns einer. Aber wir müssten ja eigentlich gleich noch per Post noch was bekommen. Ah, da ist es doch. Aber es hat sowieso nichts irgendwie. Ich glaube, beim letzten Mal hat das ja auch nichts gebracht, dass wir die Truhen hatten. Dann irgendwann mal. Naja.
So ist es halt, ne? So, kaufen wir uns. Ja, eine geht halt nur, ne? Jo. Da geht halt definitiv nicht mehr. Was ist das denn? Geschichtserzählerin Kefi. Eventladen. Was kann man hier kaufen? Entenchaos-Gutschein. Ist das noch von Halloween? Sieht fast so aus, ne? Ich habe halt keinen Gutschein. So, irgendwie geht das Kolosseum nicht los. Das ist ein bisschen doof und blöd. Weiß nicht, wenn ich das jetzt abbreche und nochmal über Kolosseum reingehe, also direkt über das Kolosseum, da ging es ja eigentlich gerade die gesamte Zeit relativ schnell auch los. Okay, zack. Quatsch, hier unten. So, 1 und 1 Leiter, okay, rein damit uns. So, wir warten auf jeden Fall jetzt mal noch eine kleine Runde. Und ich sehe gerade auf meinem zweiten Monitor, dass ich wirklich mal ein bisschen noch an meinem Mikro noch mal ein bisschen arbeiten muss. Da muss ich noch mal ein bisschen was runter. Teilweise bin ich wahrscheinlich immer noch an manchen Stellen etwas zu laut. Das bedeutet, ich übersteuere. So soll es am Ende natürlich nicht sein. Naja, gut, ich weiß nicht genau, was man dagegen machen kann, damit wir halt endlich mal besser werden oder sowas. Ah ne, den Festivalhelm hatten wir bekommen, ne? Waffe nicht, Waffe nein, Festivalhelm ja, keine hundertprozentige Rüstung. Okay, ansonsten können wir halt nochmal ins Kolosseum direkt reinschauen oder da war, glaube ich, auch nochmal unter Menü, glaube ich, irgendwo was. Moment. Erfolge, oder? Erfolge L. Allgemein, bla bla. Nee, hier war es zumindest nicht. Guck mal, oder war das C? Nee. Chatraum erstellen kann man oder C. Held. Also ich habe halt keinen Helden, ne? Tralalalala. Ja, ich finde halt leider kein Match mehr. Es tut mir leid. Ich hasse es. Ich finde kein Match mehr. ...1300 Leather-Punkte. Kaufbedingungen, Leather-Schnitt höher als 1600. Ah, da geht's los. Okay, das müsste ich mir eigentlich nochmal anschauen. Das ist das PvP-Equipment. Und wir müssen gegen Constrictor. So, und BAM! Oh, sieht AFK aus. Naja, gut, das soll mich jetzt halt nicht stören. Oh, wow. Ah, ne, ist wieder da. Ah, okay. Ich werde halt einfach auch ganz schnell. Da schaut noch einer zu. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da... Ah, okay. Ich habe schon gemerkt. Ich müsste mir wahrscheinlich nochmal für PvP nochmal die Schritte nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wäre wahrscheinlich ganz wichtig. Ist auch schon wieder die Gilde Weepers, ne? Die sind gerade gut vertreten hier. Ja, hier sehe ich zumindest einen kleinen Stich. Ah, okay, aber auch hier wieder gefailt etwas. Naja, okay. Aber, na gut. Schade dürfte sich in etwa gleich verhalten. Ah, okay. Nee, oder halt auch nicht. Bekommen halt krasse Schellen reingedrückt, ne? Das war hier eine 10.000er Schelle. Schade. Es müsste eigentlich auch ein besser Free sein oder sowas in die Richtung. Da gibt es halt auch gleich mal instant mal Abzug. Minus 13. Naja. Okay, gut. Das war's dann auf jeden Fall eine weitere Folge PvP. Es tut mir leid. Ich werde mir dann wahrscheinlich, also keine Ahnung, ich werde schauen mir nochmal an, wie die Folgen halt auf jeden Fall bei euch ankommen. Und keine Ahnung, wenn ich halt hier wirklich nur verliere, das ist natürlich für mich auf jeden Fall ein Stück weit deprimierend und nicht unbedingt mega schön. Und ich werde nochmal schauen, wie das halt ein Stück weit halt so bei euch halt ankommt. Und dann werde ich mal für die nächst anstehende PvP-Folge mir vielleicht ein anderes Spezial überlegen, dass wir vielleicht mal auf dem
ja, keine Ahnung, auf dem Chaos im Charakter halt mal ein bisschen weiter leveln oder sonst irgendwas. Weil so hat das halt nicht so den direkten Sinn, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, ihr könnt das auf jeden Fall so auch nachvollziehen. Für diese Folge war es das auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.